Ja, na dann, herzlich willkommen zum Bornbienenstand. Wir sind hier jetzt am 20. Mai. Und das letzte Mal habe ich diesen Bienenstand vor 14 Tagen durchgeschaut und habe dann den 7-Tages-Rhythmus gebrochen, weil da keine Notwendigkeit mehr war. Ich hatte keine Schwarmzellen mehr und deswegen habe ich da aus den 7 Tagen die 14-tägigen Kontrollen eingeleitet. Heute, wie gesagt, genau Tag 14. Und wenn hier alles okay ist, dann wird die nächste Kontrolle hier auch wieder erst in 14 Tagen sein. Das kann ich jetzt durchziehen, bis wir die Varroa-Probleme bekommen im Juli, August rum. Wie immer brauchen wir etwas Gras für die Smokerkappe. Oh, war ja schon drin. Okay, dann machen wir das weg. Und dann kommt Neues rein. Das Gras in den Smoker zu stecken, in die Kappe hier, ist wichtig, weil damit könnt ihr einfach den Rauch runterkühlen. Und ich empfehle auch jedem Imker, bevor man den Rauch einfach blind ins Bienenvolk reinpumpt, mal kurz selbst anrauchen. Die Bienen haben ähnliches Wärme-Kälte-Empfinden wie wir auch. Heißt, wenn das uns nicht wehtut und es angenehm warm ist, dann ist das für die Bienen auch in Ordnung. Wir fangen ganz chronologisch mit dem ersten Volk hier an. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier alles erwarten tut heute. Ich bin auch gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Königin, die nicht markiert ist. Brückenbau haben die überhaupt nicht gemacht. Zweiter Honigraum aufbauen ist hier auch noch nicht machbar. Aber das da drin sieht ja schon mal echt gut aus. Die Robinie ist hier noch auf voller Blüte. Deswegen ist auch weiterhin mit Honigerträgen zu rechnen. Wow, also das hier ist zum Beispiel schon mal eine komplette Wabe aus der Robinientracht. Das kann man relativ leicht beurteilen, weil die Robinie ist ein ziemlich farbloser Honig und hat auch diesen typischen Robiniengeschmack. Und wenn man das einmal so am Bienenvolk rausfindet, wie das schmeckt und wie das aussieht, dann weiß man es eigentlich. Braucht dann auch nicht unbedingt mehr probieren. Ja, sowas liebe ich ja natürlich, wenn euch eine junge Königin nochmal Drohnenbrutwaben ansetzt. Einfach wegen der biologischen Milbenbekämpfung. Und solange eure Bienenvölker Drohnenbrut produzieren und ihr die immer wieder rausschneiden könnt, braucht ihr euch eigentlich um die Varroa-Milben gar nicht so viel Sorgen machen. Wie immer gilt, wenn ich die Königin sehe, dann bekommt sie einen Punkt. Und wenn nicht, ist nicht schlimm, dann überspringen wir die und gucken in 14 Tagen wieder rein. Früher oder später läuft sie mir immer über den Weg. Und dann kann man ohne Probleme den Punkt drauf machen. Das, was ich jetzt gerade geöffnet habe, waren nur die Näpfchen. Uninteressant für mich. Schwarmtrieb ist ja hier vorbei. Scheint so, wie wenn ich die Königin übersehen hätte.
vielleicht entdeckt ihr sie ja auf Band. Dann habt ihr mehr gesehen wie ich. Dass er hier drauf sitzt, ist natürlich auch möglich. Und genau da sitzt sie auch. Wie war das? Die Königin ist irgendwie immer auf der letzten Wabe. Und diese Wabe hier, die brauchen wir nur ganz leicht begradigen. Seht ihr? Ich habe es nur mit dem Finger ein bisschen reingedrückt. Hier ist okay. Und dann muss die natürlich versetzt rum wieder reingesetzt werden. Wenn man es in dieselbe Richtung bringt, dann habt ihr nichts gewonnen von. Weil dann die Beule immer noch da ist und die Biene eben kein Gegenstück hat, um die Wabe wieder glatt runterzuziehen. Also da mein Handy hier wieder versagt hat in der Kameraperspektive, kann ich jetzt nur hoffen, dass ihr hier, mal gucken, wenn die Kamera so steht, dass ihr hier den Blick auch auf die Königin seht, was ich da jetzt mache. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass das hier ein Ligustica-Hybrid ist, da die Königin knapp ganz orange geworden ist. Die orangen Königin sind übrigens meine, also von der Farbe zumindest, die Lieblingskönigin. Ich würde trotzdem niemals sagen, ich vermehre jetzt nur die Orangenen, weil da würde ich viel zu sehr an die Naturabläufe eingreifen. Aber nur für mich persönlich mag ich eben die orangene Biene am meisten, weil sie mir optisch am schönsten gefällt. Sagt aber nichts aus über irgendwelche weiteren Eigenschaften vom Bienenvolk. Wir haben hier die gelbe 21. Die Königin ist Flücke, mit der muss man aufpassen. Wichtig ist immer, wenn ihr freihändig markiert, jeder Griff muss sitzen. Ich lasse die Königin immer von der hohlen Hand hochlaufen und dann kann ich sie direkt am Thorax schnappen. Da kann man sie auch nochmal gut anschauen, ob alles dran ist. Ich würde mal behaupten, das ist echt eine hübsche Königin. So, dann bekommt die hier einen ganz kleinen Klecks von dem Kleber, und zwar mittig auf den Thorax. Mit der anderen Seite können wir mit etwas Spucke, dem Zahnstocher, das machen, dass das Operlittblättchen hebt. Und dann muss das natürlich nur ganz perfekt in die Mitte reingedrückt werden. Also nicht feste, ihr braucht ein bisschen Druck, aber ihr dürft die Königin natürlich dabei nicht erstechen oder erdrücken. Und dann lasst man die wieder ganz gemütlich in den Käfig reinlaufen. Und jetzt ist einfach nur wichtig, die Königin bloß nicht sofort ins Volk zurücksetzen. Da muss man jetzt ein bisschen warten, sonst lauft ihr Gefahr, dass die Bienen A den Kleber runterreißen und B eventuell die Königin abstechen, weil sie nicht mehr nach Königin riecht, sondern nach fremden Kleber. Das Homehive-System eignet sich hier wunderbar. Man setzt die Königin hier vorne ans Flugloch. Und damit war es das übrigens hier auch schon mit dem Volk. Dieser eine Honigraum ist tatsächlich ziemlich schwer geworden schon. Möglicherweise schaffen die Tiere hier tatsächlich noch einen zweiten Honigraum vor der Linde. Das könnte hier passieren. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die Königin ein Ligustica-Hybrid ist. Und es ist die Gelb 21. Drohnenbrut haben wir nicht geschnitten, wir haben immer noch Mai, das heißt Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung fand ich auch gut, Bautrieb auch toll, Honigertrag wunderbar. Und dann kriegen sie noch einen Pluspunkt im Propolis, weil da sind sie anscheinend fix und machen hier überall schon die Propolis-Linien. Und das ist das, wo ich bei mir nicht wegzüchte, sondern
Das ist wichtig für ein Bienenvolk, Propolis zu haben. Und deswegen wird es bei mir natürlich positiv bewertet. Jedes Bienenvolk mit viel Propolis bekommt Pluspunkte. Wenn sie mir zu wenig Propolis machen, sind es Minuspunkte. Ist genau das Umgekehrte, was die internationale Bienenzucht als Ziel hatte. Da hat man nämlich den Bienen mal seit 40 Jahren mal schnell das passive Immunsystem des Propolis einfach weggezüchtet. Diese Wabe habe ich jetzt nur deswegen gedreht, damit ich die nächste Wabe auch drehen kann. Und diese Wabe zu drehen ist deswegen wichtig, weil ich sonst unter Umständen eine wirklich richtig krumme Naturwabe bekomme an der Seite. Und die machen mir Verkaufsprobleme mitunter in den Schalen. Seht ihr? Diese Wabe hier ist ein bisschen aus dem Raster gekommen. Schlimm ist das nicht. Aber man muss sich halt jetzt drum kümmern. Und jetzt drehen wir die wieder. Dann drückt man hier ein bisschen rein. Und so können wir dann auch den Kunden ziemlich glatte Naturwaben anbieten, die auch optisch wirklich hübsch aussehen. Wenn sie hin und wieder hügelig sind, ist das okay, ist ja immer noch Natur. Aber wie gesagt, ich komme in Verkaufsprobleme, beziehungsweise allein schon in Verpackungs- und Schneidprobleme, wenn die zu hügelig sind. Und natürlich darf man dann hier die Königin nicht vergessen, weil die sitzt ja immer noch vorm Flugloch. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Bienenvolk von Königin 2021 und der Punkt ist abgeflogen. Das habe ich mir jetzt schon den ganzen Frühling angeschaut und dann habe ich die Königin dann doch nie erwischt. Hoffentlich haben wir heute mal Glück. Ein Zweizager, Wirtschaftsvolk, abgeschwärmt sind die nicht. Ui, der ist auch schon gut schwer hier, der erste Honigraum. Und wie sieht es mit dem zweiten aus? Ja, noch schwerer. Oh, Jesus. Wenn wir hier am Gitter übrigens Wachsreste haben, dann haben wir die Wachsreste auch an den unteren Seiten der Rähmchen vom ersten Honigraum. Und wenn wir das nicht wegmachen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass das immer schlimmer wird und immer mehr und irgendwann dann auch an den Punkt kommt, wo wir einfach unsere Tiere quetschen würden bei der Bearbeitung. Und deswegen gehe ich da sehr, sehr penibel um mit meinem Stockmeißel und alles, was sozusagen Überstände sind, wird einfach weggemacht und dient übrigens parallel zur Wachsproduktion. Jeder kleine Krümel zählt, weil so bekommen wir irgendwann die Kilos zusammen. Wir haben hier jede Menge Männchen, die Drohnen. Ich habe bei dem Volk auch wirklich gut schlüpfen lassen. Das kann ich euch hier zeigen, wie oft ich schlüpfen lassen habe. Einmal, zweimal. Also das waren zwei ganze Drohnenbrutbretter, wie man sagt, die ich dem Volk hier nicht entnommen habe, sondern gesagt habe, komm Biene, lass schlüpfen. Wir brauchen die männlichen in der Luft. Das wäre ein geniales Volk. Super gut. Und jetzt mal aufpassen wegen der Königin, dass wir die nicht schobbe da übersehen. Da ist sie. Richtig cooles Tier, wow. Groß, dick und beinahe schon von der Optik geht diese Königin schon ja beinahe Richtung Cordovan-Genetik. Was hier natürlich sein kann. Weil die Menschen kaufen sich ja von überall ihre Königin. Und da ich ja hier eine Freiluftbegattung habe in Durlachaue, ist es eben nicht auszuschließen, dass meine Bienenköniginnen auch halt mal von fremden Männchen begattet werden, die vielleicht mal Backfas-Genetik haben, die Gustiger-Genetik, Carpathica, Carnica, wie auch immer. Hier ist ein bunter Haufen von verschiedenen Bienenvölkern. Ja, bleibst du bitte stehen. Das ist eine Königin, die bekommt einen weißen Punkt, weil die grau und dunkel und braun ist. Die 19, die weiße 19 wird das.
Wir können hier bei dieser Königin auch am Thorax sehen, dass da bereits Kleber drauf war und die den Punkt nachträglich verloren hat. Das kann man deutlich sehen an dem nackten Oberkörper. Jetzt habe ich es ja falsch rum. Darfst du nochmal von vorne reinlaufen? So, komm. Jetzt habe ich es ja richtig. Jetzt muss ich nur drehen. Also wichtig ist, dass ihr die Beine nicht einklemmt beim Königin markieren. Die Beine sollten bestenfalls immer nach unten gucken. Okay, Kleber ist schon drauf. Punkt ist auch drauf. Königin, du darfst zurück. Ich weiß, dir gefällt es nicht in der Sekunde, wo man einen Punkt drauf macht. Aber es dient natürlich auch dem Selbstschutz der Königin. Weil, stellt euch mal vor, auf der Wabe ist ja klar, da kann man sie jetzt nicht unbedingt erwischen. Aber wenn die Königin halt mal an der Seite langläuft, so hier im Dunkeln auf den Holzleisten. Und ja, also in meinem Leben habe ich es geschafft, einmal eine Königin unter einem Ohr aus Versehen zu erdrücken. Und das ist natürlich die absolute Superscheiße, wenn euch das passiert. Wenn die halt einen Punkt hat, dann kann man sie noch mal ein bisschen besser sehen. 19, weiß 19, muss ich mir jetzt nur merken. Und dann kann ich eigentlich ab jetzt das Volk wieder in Geschwindigkeit durcharbeiten, weil der Job der Königin markieren ist getan. Schwarmtrieb haben wir hier auch nicht mehr, ganz offensichtlich. Und deswegen kann ich dann hier im Doppelblock weiterarbeiten. Hier ist Drohnenbrut, die holen wir natürlich raus diesmal. Da lassen wir nicht nochmal schlüpfen, das wäre zu heftig. Vielleicht wieder beim übernächsten Mal. Also die haben immer noch einen Wahnsinns-Nektar-Flow, wenn man auf die Waben draufschlägt und da kommt euch so viel Saft entgegen, beziehungsweise frischer Nektar, dann ist das immer eine fließende Tracht. Wenn das von gestern wäre, dann hätten es die Bienen schon so lang rumgetragen im Volk, dass da eben nichts mehr rausspritzt. Deswegen nennt man das in der Imkerei auch Spritzprobe, wenn man die Waben schräg hält und halt guckt, was rauskommt. Die Wabe ist jetzt kleiner geworden und jetzt die Frage, nee, wir können sie nochmal hier reinstecken, weil die Bienen sind stark genug, um die Wabe hier im Nu nochmal auszubauen. Dann sollen sie das doch auch bitte tun, dass wir bis zur Varroa-Geschichte möglichst viele Waben hier pro Volk kreieren. Das ist wichtig für einen späteren Arbeitsablauf in dem Homehive-System. Wenn die Bienen nicht mehr im Bautrieb sind, könnt ihr das nicht mehr machen. Dann müsst ihr, wenn ihr eine Wabe abschneidet, die auch dementsprechend abstaffelnd an die Seite dann wieder aufbauen. Aber man sieht ja hier deutlich, dass die Tiere noch absolut im Bautrieb sind hier unten. Das sind die Baubienen. Wenn sie sich aufhängen, dann wollen sie immer was basteln. Und von daher, was für ein mega Volk. Gleich wieder zu. Hier ist alles soweit so gut. Ich arbeite heute mit geschlossenem Eimer, weil wir haben hier schon wieder ein paar Räuberbienen. Und dann haben wir ja gesagt, dass wir hier im Honigraum etwas Wachs ankleben haben, an den unteren Rähmchen. Deswegen stelle ich es jetzt erstmal auf 90 Grad an. Und jawohl, hier war die Wachsbrücke. Hier ist eine Wachsbrücke. Da auch nochmal. Hier nochmal ein bisschen. Hier ein bisschen mehr. Und da der kleine Bollen. Und wenn ihr so Sachen vergesst wegzumachen, dürft ihr euch nicht wundern, dass eure Bienen euch alles verkleben und es irgendwann wirklich ungemütlich wird, am Bienenvolk zu bearbeiten. Hier können wir jetzt eigentlich die Notiz löschen, dass wir hier den Punkt verloren haben, weil der ist ja jetzt wieder drauf.
machen wir das mal wieder weg. Und was wir hier gemacht haben, das ist jetzt die weiße 19. Die Genetik ist ein Carnica-Hybrid. Wir haben Drohnenbrut geschnitten. Und ansonsten ist es hier ein Mega-Volk. Mit allen Pluspunkten, nur nicht im Propolis, weil dafür haben sie mir noch zu wenig gemacht. Ebenso ohne Punkt die Königin. Hier oben im obersten Honigraum scheint hier noch gar nichts zu passieren. Oh, außer, dass sie hier eine Verbindungsbrücke gemacht haben. Ja, hier, ziemlich große sogar. Gleich weg. Ab einer gewissen Volksgröße macht es übrigens auch keinen Sinn mehr, den Honigraum wieder runterzunehmen. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Volk, da ist ja hier unten alles bockelvoll. Deswegen ist es hier einfach nicht so sinnig, zu sagen, man nimmt den zweiten Honigraum jetzt wieder weg. Der bleibt in dem Fall jetzt einfach drauf. Und die Bienen werden da schon Honig reinmachen. Im Bautrieb scheinen die noch ein bisschen lahm zu sein hier, wie es mir hier dämmert. Aber sie bauen. Alles schön gelb und weiß da drin. Also einen Pluspunkt im Bautrieb haben sie auf jeden Fall schon mal bekommen. Und der Grund, warum hier noch nicht alles ausgebaut ist, ist einfach wegen der Volksstärke. Das ist auch der Grund, warum im oberen Honigraum da noch nicht viel los ist, weil das Volk einfach noch Platz hat im unteren Raum. Warum sollen die Bienen nach oben gehen, wenn da unten noch Platz ist? Ja klar. Und also ein 1A Brutnest hier bei dem Volk. Sieht richtig, richtig gut aus. Da ist die Königin. Was macht denn die da? Hat man in die Zelle schnell geguckt. Interessant. So, komm her. Bei der Königin sind wir jetzt ziemlich an der Grenze zwischen Hybrid und Ligustica-Hybrid. Da weiß ich eigentlich selbst nicht so genau, welche Farbe ich hier geben soll. Weil die ist wirklich ganz knapp an der Grenze. Ich zeig's euch. So sieht die aus. Ja, das geht schon Richtung Ligustica eher. Die Hybridkönigin, die sind noch mehr getigert. Also, einmal ein gelber Punkt.
Die 96 haben wir dann hier. Übrigens, wenn eure Hände nach Propolis kleben, solltet ihr sie vorher an die Hose schmieren oder mit Alkohol desinfizieren. Sonst könnte die Königin an euren Fingern einfach stecken bleiben. Drehen bitte. Drehen. Ne, die will nicht. Alles schon vorne. Komm, dreh dich. Hopp. Drehen. Na, nochmal von vorne. Komm raus. Hopp. Einmal nach oben bitte. Jetzt bitte drehen. Ja, jawohl. Richtig, ja, richtige Richtung, Königin. Sehr schön. Die gelbe 96er. Lass mal wieder frei. Dann kann ich auch jetzt wieder im Doppelblock durcharbeiten. Schön, wow. Und seht ihr, wie ruhig die Bienen hier sind? Also sowas liebe ich immer am meisten, wenn die Tiere nicht nur nicht mich in Ruhe lassen, sondern zudem auch noch total gemütlich auf ihrer Wabe sitzen bleiben. Besser kann es ja nicht sein, von der Genetik zum Bearbeiten eines Bienenvolkes. Dieses Bienenvolk ist noch mit zu wenig Individuen belastet. Deswegen werde ich da jetzt auch auf gar keinen Fall. Aua, jetzt bin ich gerade voll in eine Biene reingelangt. Ah, direkt in die Fingerkuppe. Oh, das tut weh, um Himmels Willen. Oh. Also, das sind die schmerzhaftesten Bienenstiche. Um Himmels Willen, fuck, tut es weh. Also, ihr seht, das tut mir auch noch weh, so ein Bienenstich. Bei mir wird es nur nicht mehr dick. Aber also wenn ich mir wenn die Biene gerade einem Arsch hochkommt und ich bin zu blöd, die zu sehen, und dann macht man das Rähmchen rein und drückt sich das ganze Gefühl direkt hier vorne auf die Kuppe rein. Das sind Schmerzen, das macht überhaupt keinen Spaß. Trotzdem lang keinen Grund, einen Handschuh anzuziehen. Da muss man halt durch als Imker. Gott sei Dank gibt es diese Fingerkuppenstiche auch nicht allzu oft. Und die Biene konnte dafür gar nichts dafür. Das war ja nur jetzt mein Versagen, weil ich das Tier nicht gesehen habe. Oh Gott, tut es weh. Übrigens, die schmerzhaftesten Stiche, wo man haben kann, sind in die Lymphknoten rein. Unter den Achseln. An seinen Genitalien, sowieso. Aber das, was mich am meisten mal umgehauen hat, und da habe ich Gott sei Dank in meinem Leben jetzt auch nicht so viel Stiche kassiert, in die Nasenspitze. Und zwar direkt vorne in die Nasenspitze, wo die ganzen Nervenknoten langlaufen. Da habe ich schon Imker gesehen in Celle, also die Meister von mir, die mich ausgebildet haben, die x viele Jahre, Jahrzehnte im Bienenvolk schon verbracht haben und x viele Stiche bekommen haben. Ich habe schon den bärigsten Meister 10 Minuten Knockout gesehen
weil er einen Stich direkt vorne in die Nasenspitze kassiert hat. Also das ist das Schlimmste. Und der Unterschied ist halt, wenn man jetzt viele Bienenstiche bekommt, dann ist man halt lediglich immun. Es tut immer noch ein bisschen weh. Das Hirn leitet allerdings den Schmerz anders da weiter, weil man kennt ja den Schmerz schon und man reagiert halt nicht mehr drauf. Und das macht dann die Sache sehr angenehm. Wenn man auf die Bienenstiche nämlich nicht mehr reagiert, besser kann es ja wohl nicht sein. Der habe ich doch gelb gegeben, ne? Ja, das ist eine gelbe Königin. Dann muss ich hier auch hinschreiben. Hybrid Ligustica. Also eigentlich Ligustica Hybrid. Oh, ich bin gerade zu faul, Alkohol das wegzumachen. Wir haben Drohnenbrut raus. Ansonsten hier alle volle Punktzahl. Bautrieb auch Honig. Ob wir da einen Pluspunkt geben, mal nochmal anlüpfen? Nein, also für einen Pluspunkt reicht das bei dem Volk echt nicht aus. Die sind deutlich weniger Honig wie zum Beispiel im Vergleich weniger Bienenmasse hier. Die haben jetzt mehr Honig gemacht, die haben einen Ticken mehr Bienenmasse und haben weniger Honig. Das Volk hier natürlich hat am meisten. In allen Fällen haben wir hier die Königin erfolgreich markiert und Drohnenbrut rausgeholt. Wo ist denn die Klammer jetzt? Da. Und dann haben wir hier nochmal so einen hübschen Zweizager. Schauen wir mal, was der uns heute bieten kann. Auf jeden Fall schon mal Propolis. Das ist eine 2020er Königin. Die Königin wird mir zu alt. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Bienenvolk hier eine stille Umweißelung gemacht hat. Und wenn nicht, dann wäre heute ein sehr guter Zeitpunkt, die Königin hier zu entnehmen, die in eine Begattungskiste zu setzen, wo sie nochmal weitere Königinnen nachschaffen kann. Weil wir haben nämlich diese Saison eins der schönsten Bienenjahre, wo ich bis jetzt erlebt habe. Hat alles perfekt angefangen. Die Bienen konnten Obst einsammeln ohne Ende. Jetzt sammeln sie Blütenhonig und Robinie ohne Ende ein. Und es sieht sogar so aus, als ob wir dieses Jahr noch eine Waldracht bekommen. Und immer wenn man so gute Bienenjahre hat, macht es natürlich Sinn, seine ganzen Königinnen zu verjüngen und so viel nachzuziehen, wie es geht, weil ihr wisst nicht, ob nächstes Jahr genauso gut wird. Und nur ein gutes Bienenjahr ist auch ein gutes Königinjahr. Letztes Jahr als Beispiel hat so viel geregnet. Der Frühling war so verkorkst, die Bienenvölker konnten sich gar nicht wirklich aufbauen. Hat natürlich dazu geführt, dass die Tiere maßgeblich gehungert haben. Dann hatten sie völlig unterversorgte Männchen. Die Königinaufzucht war nur in einer reinen Regenphase, was auch nicht toll ist. So, hier haben wir sie doch, die gute. Also nach Umweißelung sehe ich jetzt hier noch nichts. Aber in allen Fällen nehmen wir jetzt das Tier hier raus. Wenn es mal kommt. Jawohl, ihr seht, ich greife die nicht, ich lasse die nur auf meine Finger laufen. Ich habe bei mir oben in Grünwettersbach bereits ein Volk vorpräpariert. Das ist in der Sekunde weißellos. Also sprich, hat keine Königin an Bord. Und da setzen wir doch dann einfach diese wunderschöne Königin rein. Dass die da, wie gesagt, noch mehrere Königinnen aus dieser Genetik kreiert. So, Königin, ab, runter mit dir, hopp. Rein. Dann brauchen wir Bienen, die jetzt die Königin auf meiner Reise verpflegen. Weil das wird schon ein bisschen dauern. Also bis ich jetzt die Königin hier in das Volk setzen kann, werden sicherlich jetzt 3-4 Stunden vergehen. Und damit die Königin hier nicht alleine ist auf ihrer Wegreise, bekommt sie jetzt Bienen dazu. Und die Bienen bekommen dann nochmal einen Honigklecks. Als Wegproviant.
Seht ihr, wir haben hier eine Wabe mit Eiern und Larven. Jetzt machen wir hier in der Mitte durch die Larven einen Bogenschnitt. Dieser Bogenschnitt wird dazu führen, dass eure Bienen genau hier am Rande die allerschönsten Nachschaffungszellen machen, die identisch aussehen wie eine Schwarmzelle. Und deswegen setzen wir die natürlich auch mittig rein und nicht an den Rand. Also stille Umweiselung sehe ich jetzt hier nicht bei dem Volk. Das wäre aber mit hundertprozentiger Sicherheit noch gekommen dieses Jahr. Ein 1A Bienenvolk. Gefällt mir richtig gut. Wie sie brüten, wie sie sitzen, wie sie sich bewegen. Wie sie mich in Ruhe lassen. Ist auch immer so ein schönes Argument. Aggressive Bienenvölker mag ich nicht. Und ich habe gerade den nächsten Stich in die Fingerkuppe bekommen. Diesmal war es die andere. Auch hier war es mein Fehler und nicht der Bienenfehler. Die Königin hier lassen wir jetzt mal im Schatten. Dann kann der nichts passieren. Dann machen wir wieder das Gitter drauf. Das Übliche sozusagen. Erster Honigraum drauf. Zweiter Honigraum drauf. So. Vermehren habe ich mir ja schon hingeschrieben bei dem Volk. Wir haben wir Drohnen geschnitten bei dem Volk? Mal in den Eimer gucken. Nein, das war es nach Volk. Wir haben keine Drohnen geschnitten. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Bautrieb war gut, Schwarmtrieb war gut, Honig war gut. So, jetzt schreiben wir hier hin. Tochter entsteht. Und wenn ich jetzt genau in 7 Tagen dieses Bienenvolk hier öffne, dann sind, lasst mal rechnen, die Bienen werden morgen die Larven nehmen, wo 3,5 Tage alt sind. Das heißt, von heute ausgerechnet 4,5. Von Eiablage bis zum Schlupf der Königin vergehen 16 Tage. 16 minus 1 sind die 15, das ist morgen. Minus 3,5, 14, 13, 12. In 11,5 Tagen schlüpft hier die Königin raus. Heißt, wenn ich in 7 Tagen, 8 oder 9 Tagen hier nochmal herkomme, dann kann ich sogar diese Nachschaffungszellen auch wieder aus dem Volk entnehmen und so wie ich es in anderen YouTube-Videos gezeigt habe, dann diese Genetik weiter vermehren, indem ich einfach 2, 3 Zellen der Königin in weißlose Apideas oder gleich in meinen Königin Home Hive rein integriere und dann lediglich noch warten muss, dass die Königin begattet werden. Genau wie bei dem Volk, wenn hier die Königin schlüpft, dann braucht es ein bisschen Zeit, maximum 14 Tage und dann sollte die begattet sein und dann nochmal ein paar Tage später in die Eiablage kommen. Und so kann man übrigens auch den Schwarmtrieb rausnehmen aus einem Wirtschaftsvolk. Ne? Also wenn wir Schwarmtrieb jetzt gehabt hätten und das ist eine Altkönigin, dann hätte ich jetzt einfach die Königin rausgenommen, genauso wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und dann aber Zellen nochmal rausgenommen, weil da sollte man aufpassen, nicht dass es Splitterschwärme gibt. Das Volk hier hat seine Schwarmzeit bereits durchlebt. Ganz ohne Kunstschwarm ziehen. Ich habe hier lediglich Brut entnommen. Das hat bei dem Volk einmal im Mai gelangt. Da habe ich einmal dick Brut raus und der Schwarmtrieb war hier vorbei. Ich glaube sogar, das habe ich als Video hier bei euch hochgeladen. Für euch hochgeladen, meine ich. Was wir hier noch nicht gemacht haben, die Königin hat Hunger. Normalerweise wird eine Königin nur mit Chili Royal gefüttert. Allerdings, wenn die im Käfig sitzt, dann ist die auch mit Honig und Nektar zufrieden.
Lassen wir jetzt gerade ein bisschen durch den Käfig durchtropfen, dass die sich innen drin das holen können. Und hier habe ich Sauerei gemacht. Weg ist es. Weggeschleckt. Mittlerweile ist der Smoker durch. Das können wir wieder daran erkennen, dass hier einfach das total durchsichtig wird in den ersten Zentimetern, der Rauch unglaublich heiß wird. Und jetzt übertreibe ich es mal, um euch das zu zeigen. Seht ihr? Da kommen schon Glutspäne raus. Das nächste, wo hier rauskommt, ist dann halt eine Stichflamme. Obwohl ihr Gras reingemacht habt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir die Smokerkappe mit Gras vollstopfen, weil wir sonst einfach wirklich auf der Gefahr laufen, dass uns eine Stichflamme ins Bienenvolk reingehen. Das wäre ja die Superkatastrophe. Der Smoker wird nie ausgeleert, sondern lediglich wieder reingestopft, weil Glut ist ja noch innen drin. Und deswegen brauchen wir den nicht auskippen und neu befeuern, sondern lediglich neu stopfen. Und, heiß. Noch so ein Ding. Ich leere den Smoker nie aus. Die Buschbrandgefahr ist mir da einfach zu hoch. Und wenn ich mit dem Smoker Auto fahre, dann stelle ich den in meinen Eimer rein. Edelstahl, Blech, wie auch immer. Bloß kein Plastik oder Holz. Und dann macht ihr einfach hier oben Stopfen drauf. Und der Raucher verreckt euch, weil er keinen Sauerstoff mehr bekommt. Keine Zirkulation mehr. Was meint ihr? Honigraum drauf oder nicht? So sieht ein Volk aus, wo den zweiten Honigraum braucht. Definitiv. Ist jetzt übrigens kein Home Hive, sondern wie ihr seht, eine Segeberger Kiste. Noch die letzten Überbleibsel meiner Bienenhaltung von damals. Ja, definitiv. Zweiter Honigraum drauf. Ui, ui, ui. Bei dem Volk können wir fix umgehen, weil ich weiß, dass ich hier das letzte Mal die Königin rausgenommen habe. Und zwar genau im selben Verfahren, wie ich jetzt das mit diesem Home Hive gemacht habe. Das heißt, da unten brauche ich gar nicht reinschauen. Guck mal trotzdem mal schnell, ob man da nicht Waben umbauen können sollten, Drohnenbrutschnitte machen. Also ihr sehen tue ich hier jetzt erstmal nichts. Macht es Sinn, hier was umzusetzen? Auch nicht wirklich. Machen wir hier wieder zu. Schauen wir uns das hier mal an. Erst wenn die Königin hier wieder in Eiablage kommt, haben die Bienen auch wieder richtig Lust mit dem Bautrieb. Ha! Die schlüpft gerade. Na, das ist ja mal toll. Hier, seht ihr das? Die schlüpft genau jetzt. Und dann schauen wir doch mal, ob vielleicht noch andere Königinnen auch in der Sekunde schlüpfen. Wow. Hüpfen jetzt alle raus. Hier, seht ihr? Da kommt eine Königin. Hier. Komm raus, komm raus. Hopp, komm. Genial. Und ich habe noch Begattungseinheiten im Auto. Eine reicht, die andere brauche ich noch für andere Völker. Und da machen wir jetzt auch Folgendes. Da wird jetzt mehr wie eine rauskommen. Knuspern, ich finde es so lustig, wie es anhört.
Also der hier werden wir jetzt mal ein bisschen nachhelfen. Auch der hier. Ja, sie kommt. Wow. Die Geburt einer jungen Königin. Check. Nummer 1 ist draußen. Eine Königin, die frisch geschlüpft ist, ist voll funktionsfähig. Also die kann auch direkt stechen. Honig, das Wegzehrung, guten Appetit. Legen wir mal hier dazu. Auch diese Königin geht gleich auf die Reise. Und da habe ich gerade vergessen. Na super. Weil ich sollte ja hier tatsächlich ein Foto machen. Dass ich weiß, was das für eine Genetik ist, was ich da gleich mitnehme. So, jetzt lassen wir noch mal eine schlüpfen. Die tue ich jetzt auch noch mal in den Käfig rein, weil ich möchte in diese Begattungskiste nachher noch eine Wabe reinhängen. Das wäre besser. Aha, die ist gerade eben rausgekommen und habe ich verpennt. Nehmen wir doch hier die nächste. Hey, wow. Komm raus, Mädel. Komm. Und weißt du was? Dich lassen wir gleich hier in die Kiste laufen. Na, das hat nicht funktioniert. Komm, auch mit dir. Hat überhaupt nicht funktioniert, ist nicht schlimm. Die muss ich halt irgendwie nur hier mal reinbegeben. Ich setze die jetzt nur deswegen hier in die Kiste rein, damit wir nachher nicht irgendwie das Bienenvolk nervös machen, wenn wir die Waben reinsetzen. Hier schreiben wir jetzt hin, dass die Mutter der Hybrid Grün 47 war. Die Königin haken wir hier oben ein. Wie gesagt, ich mache jetzt die Königin nur deswegen in den Begleitkäfig rein, weil wir hier nachher noch zwei Futterwaben dem Volk geben wollen. Sonst sind die so alleine in der Kiste. Übrigens, alle anderen Königin, selektiert euch mal bitte. Schauen wir nochmal auf der Wabe hier ganz genau, ob wir hier nicht nochmal eine Königin sitzen haben. Sehe ich keine. Dann können wir die schon mal nehmen für die Kiste, also für die Begattungseinheit. Ups, jetzt machen wir die Stockkarte da drin. Die Mittelwand hier hat jetzt nichts mehr an der Stelle verloren. Die setzen wir jetzt hier hin. Übrigens, dieses Bienenvolk wird auf gar keinen Fall euch abschwärmen. Das, was hier gerade passiert, ist nur eine also Nachschaffungszellen sind es. Und Nachschaffungszellen werden nicht zu Problemen führen, was Schwarmverhalten angeht. Ups, da ist direkt eine drunter. Und nochmal eine. Ja, das kann natürlich auch passieren.
War mein Fehler, weil man hätte ja auch die Bienen rechtzeitig wegmachen können. Okay, den Rest können sie alleine regeln. Die Mittelwand bleibt auch an Ort und Stelle. Die hier können wir mal komplett überspringen. Mist, da war jetzt wieder eine drunter. Also ihr seht, es ist schon so ein bisschen Balanceakt zu gucken, dass man seine Bienen nicht aus Versehen tot drückt. Hat mit den Hoffmann-Seitenteilen nichts zu tun. Das ist halt generell eine geschickte Sache, wie gut man seine Bienen bearbeiten kann, ohne Tiere zu drücken. Und da kann man vielleicht an der Stelle echt nochmal sagen, ihr seid ein perfekter Imker, wenn ihr schafft, einen Bienenvolk zu bearbeiten mit unter 3 toten Bienen. Das ist schon, also wenn ihr das schafft, dann seid ihr wirklich schon Profis. Also die war aber am Seher mal ganz übel angeklebt. Da möchte ich gleich noch mal weiterarbeiten. Jetzt geht es aber erstmal ein bisschen um die Geschwindigkeit. Sonst büchsen die Tiere nämlich alle wieder aus. Die sollen ja da rein. Rein mit euch. Auch hier machen wir jetzt einen kleinen Trick und sagen, hey, Flugloch auf, bevor sie uns verbrausen. Sowas macht halt die Biene auch mal ganz gerne. Wenn euch das passiert, dann braucht ihr lediglich im Stockmeißel diese Bollen entweder rausholen oder reindrücken. Das könnt ihr nach Größen abhängig machen. Wenn das groß ist, dann zupfe ich es und hole es raus. Wenn es klein ist, dann drücke ich das rein. Hi. Warte, gib mir mal eine Sekunde. Ich habe noch die Kamera an Bord. Voilà. So, dann drücken wir hier das hier noch runter. Das war auch der Grund, warum sie hier schlecht verdeckeln konnten. Weil wir einfach viel zu viel Brückenbau drin hatten. So, machen wir die mal zu. Und da ist hier gerade ein befreundeter Landwirt gekommen. Das mache ich jetzt eine kleine Unterbrechung. Und Honigraum setzen wir einen drauf. Ja, nein, das können wir hier nochmal an der Wabe mal genauer abhängig machen. Nein, Honigraum ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Der kommt aber bald. Ich würde mal sagen, noch mal eine Woche dem Volk geben und dann kann man hier einen zweiten Honigraum draufsetzen. Wir haben Bienen entnommen und Verhalten, Bewertung können wir, also hier diese Bewertungslinie können wir noch nicht machen, weil die Königin dann noch gar nicht aktiv ist. Dass wir hier einen Königin-Tausch hatten, habe ich schon reingeschrieben. Und jetzt mache ich erstmal meine kleine Pause. Okay, kann weitergehen. Wir lassen jetzt als erstes mal unsere markierten Königinnen wieder laufen. Übrigens, mit den Bienen an Königinkisten ist überhaupt nicht zu spaßen. Die können einen ordentlich vermöbeln, da muss man aufpassen.
Ist immer noch hier im Käfig. Ist die jetzt mal draußen? Ja, sieht so aus, wenn die draußen wäre. Mal genauer gucken. Ja, die ist draußen. Dann können wir die Bienen hier abschütteln. Gleich zur nächsten Königin. Also bei der Königin ging es jetzt ratzfatz, wie die da rausgeschossen kam. Ist aber immer noch drin. Komm, raus mit dir. Da haben wir sie. Falsche Richtung, falsche Richtung. Du sollst in dein Volk, bitte. Jawohl. Geht sie rein? Ja, sie geht rein. Wunderbar. Nochmal eine Königin. Ja, die ist auch erfolgreich drin. Und dann können wir hier mit unserer Sägeberger Kiste schon mal weitermachen. Genau dasselbe, das ist auch wieder eine Altkönigin hier drin und da haben sie Brücken gebastelt, ganz schön viele sogar. Hier waren auch wieder Brücken drin. Das heißt, erster Honigraum sollte man unten reinschauen. Okay, und hier der erste Brutraum. Da haben wir auch Verbrückungen drin, um die wir uns kümmern sollen. Das ist auch hier, wie gesagt, eine Altkönigin. Und da werde ich das nächste Mal genau dasselbe machen wie mit dem Homehive-Volk. Die Altkönigin rausnehmen und Töchter nachziehen lassen. Das ist nämlich auch eine tolle Genetik hier. Die Drohnen hier schneiden wir das nächste Mal raus. Und da habe ich was gesehen, wo man sofort wegmachen muss. Sonst wird es mit hundertprozentiger Sicherheit übler. Was ist das da hier gewesen? Machen wir schön sauber weg. Also der Grund ist, warum ich mit den normalen Kistensystemen keine Bausperre im unteren Bereich brauche. Das liegt zum einen an den Naturwaben, die ich hier eingebaut habe. Und zwar immer drei Stück. Links und rechts pro Segment. Im Honigraum sind das übrigens immer nur zwei. Und der andere Grund ist, dass ich meine Bienenvölker sofort aufsetze, wenn sie denn Platz brauchen.
Und manchmal kommt es halt trotzdem vor, dass sie Wildbau machen. Das sehe ich wirklich ganz, ganz selten. Jetzt in diesem Jahr ist dieses Volk das erste, wo mir sowas überhaupt anzeigt. Und da würde ich sagen, gucken wir doch gleich mal ganz genau rein, warum, wieso das so ist. Möglicherweise brauchen die Tiere einfach nur eine andere Platzorientierung. Dritten Mal. Jetzt aber haben wir's. Hier sind die Brücken. Machen wir an der Seite natürlich die Bienen immer weg. Die wollen wir jetzt nicht platt drücken. Und dann gucken wir mal, wie wir denen hier oben etwas Platz verschaffen können, den Tieren. Also hier auf jeden Fall schon mal durch die Entnahme dieser Drohnenbrutwabe können wir Platz schaffen. Das wäre schon mal Step 1. Hier wäre der zweite Rahmen frei. Und hier hätten wir sogar Nummer 3 dann schon frei. Wände sind hier sauber gekratzt. Genau da lassen wir jetzt den Platz, weil da kommt gleich die Naturwabe rein, die wir abschneiden an die Seite. Das hier wäre jetzt zum Beispiel eine Wabe, die wir komplett hochhängen können in den zweiten Honigraum rein. Das macht auch Sinn, um einfach unten Platz zu schaffen. Der Hauptgrund, warum die Tiere hier unten überhaupt die Naturwaben gezogen haben, unter den Rähmchen, weil oben einfach in der Sekunde ein Ticken zu wenig Platz drin war. Und den Platz schaffen wir uns jetzt wieder. Ich kann überlegen, ich sollte bei dem Volk auf jeden Fall Männchen schlüpfen lassen, weil die einfach genial hier sind. Dann würde ich sagen, dass wir doch die ganze Wabe hier schlüpfen.
Hubala, Entschuldigung, Bienen. Voll auf meine Bienen genossen. Kann auch zu Stichen führen. Ich bin Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Nur gerade nochmal. Jesus. Und nochmal eine dicke Brutwabe. Also auch hier, dieses Bienenvolk wird nicht mehr schwärmen, aber sie werden mir mit hoher, hoher Sicherheit die Königin austauschen wollen. Und das machen die Bienen bekanntlich im Spätjahr immer, dann wenn es keine Männchen mehr gibt. Und deswegen werde ich, wie gesagt, das vorziehen und hier beim nächsten Mal die Königin rausnehmen und nachschaffen lassen. Und jetzt schaffen wir erstmal dem Bienenvolk wieder Platz. Wabe 1 tun wir hier rein. Die Wabe tun wir hier rein. Eine ganz kleine Wabe tun wir erstmal hier rein und dann machen wir hier diese Brücken runter. Okay, jetzt fehlt uns noch eine Wabe und die holen wir jetzt hier aus dem Honigraum raus. Naja, also besser kann es nicht sein, weil dieses Ding ist hier so ein bisschen krumm. Dann nehmen wir doch die hier gleich. Da ist ja auch noch ein bisschen was dran. Machen wir es denen gleich gerade, dass die da nicht irgendeinen Murks hinbasteln. Okay. Und die setzen wir jetzt hier rein. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir hier die Wachsränder nochmal wegmachen. So, also die werden jetzt hier mit ganz, ganz hoher Sicherheit nicht mehr auf die Idee kommen, im unteren Bereich Waben zu ziehen, weil sie jetzt oben wieder durch die Entnahme der Drohnen haben wir jetzt dem Volk Platz geschaffen. Das ist unglaublich schwer, das Bienenvolk hier. Und hier kann man, wenn man so möchte, die Zeit werde ich mir heute nehmen, weil es später sonst Probleme gibt bei der Honigernte. Ich mache das nämlich alles per Hand. Wenn ich mit einem Blower arbeite oder mit Bienenfluchten, dann ist es eine andere Nummer. Aber bei Bivital arbeite ich ganz traditionell mit einem Besen für die beste Honigqualität. Und da muss jeder Griff in Perfektion sitzen, sonst räubern die Tiere. Oder aber auch wir quetschen die Tiere. Und deswegen gilt auch hier, wer vorarbeitet, hat nachher kein Nachsehen. Zweiter Honigraum drauf. Hier war was krumm, da war was krumm, jetzt ist es reingeflogen, das ist nicht so dolle. Hier oben müssen wir auf jeden Fall die Wabe begradigen. Das ist wieder das Thema Vorarbeit. So, drehen, auch wichtig, sonst war die Arbeit umsonst. Und dann setzen wir hier unsere schöne Honigwabe rein.
es gibt ja einen fantastischen Wabenhonig. Jetzt im oberen Bereich, da muss man natürlich wirklich aufpassen, dass wir hier weder Eier noch Larven noch sonstige Sachen außer Honig mit nach oben nehmen. Also auch kein Pollen zum Beispiel. Das heißt, ich schneide jetzt hier meine Drohnen raus, ich schneide die Larven raus. Wenn die unten jetzt nicht so viel Platzmangel gehabt hätten, hätte ich die Wabe natürlich im unteren Bereich gelassen. Aber jetzt gerade zum Thema Wabenhonigproduktion wäre das jetzt hier ein kluger Schachzug. Und habe ich hier noch was gesehen. Hier machen sie nämlich genau dasselbe wie auf der gegenüberliegenden Seite. Sie füllen mir die Mittelwand, die ausgezogene Mittelwand. Fangen sie an hier zu buchten, weil die Tiere immer energieeffizient arbeiten. Das bedeutet, bevor sie die Wabe runterbauen, machen sie lieber die Nachbarswabe dicker. Das ist für die Bienen einfach eine effizientere Arbeitsaufteilung. Und das Einzige, was dann schlimm ist, ist halt ich, also meine Bearbeitung dem Bienenvolk gegenüber. Und deswegen macht man die Waben gerade. So, wir haben hier Drohnenbrut schlüpfen lassen, wir haben aber auch geschnitten. Und ansonsten volle Punktzahl. Nur Propolis bekommen sie nichts, weil für nichts gibt es auch nichts. Und das hier war ja unser Völkchen, wo den Schwarm gemacht hat und die Bienen unter der Kiste Waben gebaut haben. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie die sich jetzt entwickelt haben, weil in allen Fällen sollten sie hier jetzt eine junge neue Königin haben. Wahnsinnig schwerer Honigraum. Himmels Willen. Oh. Ja, die haben mal richtig gesammelt hier. Heute könnte noch ein Unwetter aufziehen, weil die Bienen verhalten sich gerade in der Sekunde so, wie wenn da bald ein Gewitter kommt. Ich fühle das schon, wenn ich mit meinen Bienen so viele Jahrzehnte schon verbracht habe, dann wird man da irgendwann ganz fühlig auf das Verhalten von Honigbienen. Sie bauen auf jeden Fall mal. Ein Bienenvolk, wo baut, hat im Regelfall auch eine aktive Königin drin. Hier gleich drehen. Begradigen müssen wir hier nur ganz, ganz wenig. Die Wabe hier ist übler. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Oder? Komm mal, schau wieder. Hier ist die Königin rausgeschlüpft. Und da ist auch noch mal eine rausgeschlüpft. Also das Volk hat eine. Es verhält sich auch so, wenn es eine Königin hat. Ob die jetzt schon eine Eiablage ist, das weiß ich noch nicht, weil Eier habe ich hier noch nicht gesehen. Ich mache jetzt hier auch, weil es mir gar nicht so wichtig ist, da jetzt die Königin zu finden. Machen wir jetzt den Doppelblock wieder. Ja, wunderbar. Also die Königin ist begattet. Hier sind nämlich Eier. Schön. Wunderbar. Also ist immer gut, wenn ich in der Saison Völker auch halte, die noch nicht mit der Königin bepunktet sind, weil ich mache ja Imkerkurse. Und in Modul 2 bei meinem Imkerkurs geht es darum, Königin zu markieren. Und deswegen muss ich schon gucken, dass wir jedes Grundstück Völker haben, wo keine bepunkteten Königin haben. Sonst kann ich es ja in der Praxis den Leuten gar nicht zeigen. Von daher habe ich jetzt hier mal schon im Doppelblock durchgearbeitet und also ein Traumbienenvolk hier mal wieder. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern dran. Die sind perfekt, so wie sie sind. Und dann habe ich nur noch das eine Volk da vorne zu bearbeiten. Gitter liegt hier nicht ganz auf, deswegen mache ich jetzt die Methode hier.
eine kleine Brücke. Wir können hier auf jeden Fall schon mal die Statistik neu löschen. Weil wir wissen ja hier sicher, Tochter ist drin. Grün 72, merken wir uns vor, weil das war nämlich die Mutter. Mutter, Hybrid, Grün. 73, Anpaarung, Bivital. Das war eine Schwarmzelle. Genetik, wissen wir noch nicht. Jahrgang, wissen wir. Und Punkt hat sie auch noch keinen. Ein Honigertrag möchte ich... Doch. Plus. Ich wollte es gerade als Nullpunkt durchlaufen lassen. Habe ich die zweite Kiste mal kurz angehoben. Die ist deutlich schwerer wie vor 7 Tagen. Das heißt, die Bienen haben hier ihren Job gut gemacht. Übrigens, bei meiner Königinvermehrung ist, wie hoffentlich bei jedem anderen Imker auch, im Augenmerk drin, dass die Bienen auch gut Honig bringen. Es gibt nämlich auch Völker, die sind genetisch faule Sammler. Die machen dann immer einen Tacken weniger Honig wie andere Bienenvölker. Und ich habe das Ziel nicht wegen der Honigmaximierung für meinen Geldbeutel, sondern weil einfach klar ist, dass die Bienen ihren Honig für sich sammeln, größtenteils. Also, dass ich den raushole, ist ja nur mein Beruf. Von der Natur her macht die Biene, um Proviant einzusammeln. Und deswegen ist es natürlich immer klug, wenn man eine Genetik hat, die möglichst viel Proviant auch sammeln kann und möchte. Das Volk hat auch eine junge neue Königin. Jetzt schauen wir gerade mal, ob die hier bepunktet ist. Ja, die grüne 5. Das habe ich schon getan. Das Verhalten der Biene deutet alles auf einen baldigen Sturm hin. Deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Ich habe nämlich noch ein paar andere Bienenvölker heute zu bearbeiten. Bautrieb bei dem Volk gefällt mir nicht. Die haben hier nicht viel gemacht in letzter Zeit. Sieht man auch gleich die Unterschiede. Da haben sie was Lächerliches dran gebaut. Das ist nicht so viel. Hier die alte Drohnenwabe haben wir mal schlüpfen lassen. Drehen wir mal rum, bevor sie buchten. Da waren sie nämlich kurz davor. Jetzt können wir im Doppelblock durcharbeiten. Brut haben sie. Pollen haben sie. Was haben wir denn hier? Noch mehr Brut. Noch mehr Brut. Brutbild sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Da kann man sich nicht beklagen. Hier sind sie gerade dabei, noch Eierchen reinzudrücken. Die Wabe überspringen wir, da eine Pollenwabe. So, dann war das doch hier mal ein fix bearbeitetes Bienenvolk. So kann es auch manchmal laufen. So, Honigraum drauf, der noch nicht in die zweite Etage darf, weil das Bienenvolk unten hat viel zu viel Platz. Vom Gewicht her und von der Einlagerung würde ich sagen, sofort Honigraum drauf, da passt fast nichts mehr rein. Aber die waren unten einfach nur faul. Deswegen gibt es da jetzt auch eine schlechte Kritik. Und zwar, sie waren vom Verhalten her super. Die Gesundheit war wieder gut, die Entwicklung war schlecht, der Bautrieb war schlecht und der Honigertrag war gut. Weil sie haben auf jeden Fall mal eine richtig volle Kiste gemacht, aber ja, sie hätten auch mehr machen können. Dann wäre nämlich da unten alles voll mit Honig jetzt gewesen.
Aber dafür müssen sie erst Waben bauen und da war dieses Bienenvolk etwas zu faul für. So, jetzt mal schauen, ob wir noch vielleicht eine kleine Zusammenfassung jetzt machen können, was ich jetzt eigentlich hier gemacht habe. Also ich habe hier, wie gesagt, eine ganz normale 14-tägige Volksdurchsicht gerade gemacht. Habe die Jungkönigin, die drei, alle erfolgreich markiert. Dann haben wir hier eine Altkönigin rausgenommen, wo jetzt zu einem anderen weißellosen Bienenvolk geht, um hier die Genetik zu vermehren. Ich habe hier eine junge Tochterkönigin, unbegattet, die kommt jetzt in ein weißelloses Begattungsbienenvolk rein und darf sich dann dort drin entwickeln. Und wir haben hier genau dieselbe, also sprich, das ist die Verwandtschaft hier, weil das sind zwei Schwesterköniginnen. Ich habe das Flugloch offen gelassen, damit mir die Bienen nicht verbrausen. Abhauen tun sie trotzdem nicht, weil sie haben ihre Königin drin. Mhm. Und warum ich die Königin hier gekäfigt habe, nur reine Vorsichtsmaßnahme, weil da stecke ich jetzt gleich wieder Brut- und Pollenwaben und Honigwaben rein, um dieses Bienenvolk voll intakt zu bekommen. Und dann stelle ich die auf irgendeine Bank und lasse die Königin begatten. Wenn sie Eier legt, wird sie verkauft oder für mich selbst benutzt. Hier brauchen wir gar nichts weiter tun. Hier schlüpfen ja in der Sekunde mehrere Königinnen raus, die hier alle sich gegenseitig selektieren. Schwarm wird nicht rauskommen. Bei dem Bienenvolk wissen wir, es ist eine Altkönigin drin, die wir das nächste Mal im selben Verfahren rausnehmen, wie jetzt, was wir hier getan haben, was wir da getan haben. Und mehr gibt es eigentlich hier nicht zu sagen, nicht zu tun. Ich gehe zu meinem nächsten Bienenstand. Unterstützt mich gerne mit einem Like-Klick oder auch auf Abonnieren gerne drücken. Die Erträge, wo ich hier übrigens über YouTube erwirtschafte, die fließen so gut wie fast alle in unser Permabee-Naturschutzprojekt. Das könnt ihr euch anschauen unter www.permabees.org und zwar geschrieben wie im Englischen permabees.org. Und zum Abschluss möchte ich euch eine wirklich, wirklich, wirklich besondere Pflanze zeigen. Nicht der Salbei, nicht die Orangenblume, auch nicht den Faulbaum oder die Stachelbeeren, die Aronia oder die Agastachen oder einen gelbblühenden Salbei oder einen Rittersporn, weil alles ist richtig tolle Bienenweide, inklusive dem Borretsch da hinten, die Pfefferminzen, alles wunderbar, also beste Bienenweiden. Und jetzt zeige ich euch die absolut Bienenweide, die alles toppt, was hier wächst. Und das ist das da hier. Man nennt diese Pflanze Bastard Indigo, Amorpha fruticosa. Und ja, es ist eins, also es gehört wie der Bienenbaum zu den wertvollsten Bienenweiden dazu. Das ist der Hammer, der Strauch. Kauft ihn euch, pflanzt ihn ein und freut euch dran. Wir haben Honiganalysen gemacht. Und hin und wieder taucht der Amorpha fruticosa mit einem massiven Pollenwert in den Honiganalysen auf. Und die Pflanze ist total unbekannt. Das heißt, wenn wir ein paar größere Sträucher von denen hier ansetzen, dann ist das richtig wertvoll gegen das Insektensterben. Deswegen habe ich sie jetzt nochmal angehängt und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!